Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Scrap Mechanic Survival. Hier sind wir wieder, oder eigentlich sollte man sagen, ja, Scrap Mechanic Build Modus. Ja, weil Survival ist eigentlich ja wenig, also ja, das ist ein bisschen Pillepalle, was ja hier Survival ist, aber okay. Besser für mich, da kann ich ein bisschen kreativ hier sein und ja, das bin ich ja auch aus, praktisch in Minecraft dann. So, wir waren am Ende noch da geblieben hier mit unserem Geländer, das wir automatisieren wollen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir es ja schon so weit gebaut. Das war jetzt nicht gut, glaube ich. Das war jetzt nicht gut. Moment. Okay, nee, passt. Aber ich denke mal, der hat seine Ausrichtung hier bei 0 dann. Jetzt müssen wir erstmal den Dings hier bringen. Ja. So. Ja. Das wäre jetzt unser erstes Gerät, das wir hier schon hier oben einbringen können. Wo es eigentlich keinen stört, denn hier oben praktisch wird ja unser Tech-Raum, was wir so wollen. Da machen wir jetzt kein spezielles kleines Räumchen oder Zimmerchen hier. Den Controller, den packe ich jetzt einfach mal hier hin. So. Zack. Ach, das ist ein Level 1. Okay, da kann ich kann auf die Höhe. Das langt. So, und jetzt müssen wir das Lager nämlich hier anschließen. Ups. Da. Ha! Pam! So, das knallt wie blöd hier. Oh, was habe ich. Was ich nicht berücksichtigt habe. Ah, doch, ja, das ist ja dann zu, wenn ich da. Ja. Das. Ups, aber der Schalter ist hier ungeeignet angebracht. Oder? Ne, Moment mal. Ah, das Ding hat sich hier verkantet. Moment mal, kriegen wir das irgendwie gefixt? Ja, es backt einfach mal durch. So. Machen wir es mal so. So, wie waren das wieder? 0 ist die Ausgangsposition. Und dann, wenn der Knopf gedrückt wird, dann müsste es ja 90, ne? Aber jetzt in welche Richtung? Das weiß ich gerade gar nicht. Moment. Gut, Minus eigentlich. Also zugehen, machen wir einfach immer mal Minus. So. 90. Aber erst, wenn praktisch dann der Sensor betätigt wird. Genau. So, ich gehe jetzt mal mit runter. Und jetzt machen wir hier einfach mal einen Block raus. Beziehungsweise wir können den Sensor auch so hinstellen. Ist das gut oder ist das schandig? Ist das Mist sozusagen? Wenn wir den hier in der Mitte setzen. Ich meine, würde halt dann immer garantieren, dass ich hier. Oder was heißt, ne, würde ich nicht garantieren. Aber da müsste ich halt dann immer wirklich da stehen, ne? Ich weiß nämlich nicht, welchen Radius genau dieser Sensor hat hier, ob der, wie weit er strahlt. Ansonsten vielleicht, wenn ich dann zwei hinstelle sozusagen, dass wir praktisch einmal hier eine Kontrolle haben und hier praktisch eine Lichtschrankenkontrolle, wenn wir so wollen. Ach komm, wir machen das einfach mal so. Ich nehme hier mal ein Blöckchen raus. Am besten wäre vielleicht das Blöckle hier. So, dann tun wir das eine Blöckle wieder hier rein. Einmal Controller, nicht Controller, Sensor. Na. Ja, den kann ich jetzt 50 mal rumdrehen. So. Ist das noch mobil? Ja, okay. Ne, dass ich da unten festmache, ja. So. Range machen wir einfach mal 40. Okay, also der hat eigentlich wirklich bloß. Ja, dann müssen wir praktisch immer garantieren, dass wir hier draufstehen. Beziehungsweise wir müssten das dann uns praktisch. Ja, ich kann aber dann nicht alle Schalter. Oh, da müsste ich das erweitert irgendwie. Oh Gott. Das wird schwer. Das ist exklusiv dann wieder. Da brauche ich noch ein exklusives. Oder das halt garantiert ist praktisch. Das ist eigentlich. Nee, es ist ja doof, wenn ich dann den Lift rufen will. Dann kommt er nicht, wenn hier nichts drauf ist. So. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir schließen den Controller. Den Controller, sag ich wieder. Den Sensor mal an. So, jawohl, das läuft zu. Ah,
Da, das habe ich nicht berücksichtigt hier natürlich. Beziehungsweise, wenn ich hergehe und tu das Ding hier wegmachen, dann wird es ja gehen. Ja, das habe ich natürlich nicht berücksichtigt, dass hier das stört. Dann machen wir das einfach so. Wir machen das hier weg. Das brauchen wir nicht unbedingt. So. Dann geht hier der Bügel rein. So, und dann ist es zu. Und wenn es zu ist, dann praktisch. Es wird ja nicht kontrolliert, dass es zu ist. Also. Man müsste es tatsächlich machen, aber. Ich könnte es machen, aber da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich wieder 2 Stunden, bis ich das hier konstruiert habe. Und wenn ich jetzt hier praktisch oben bin, dann geht der Bügel einfach auf. Das ist perfekt. Das ist gut so. So, jetzt können wir hier die Spielerei wieder drüber machen. So, ich bin nur am Überlegen. Ach, naja, gut, der Knopf ist nicht unbedingt jetzt hier schlecht angebracht, aber ja, auch nicht hier günstig, sage ich mal so, ne? So, Biegung habe ich keine mehr. Alles klar, da muss ich mir welche holen. Was mache ich dann hier für Quatsch? So, dann brauchen wir hier das nochmal und hier. Im Prinzip, ja, also es ist ja jetzt nicht Voraussetzung, stelle ich mich dann hier hin, dann geht die Tür hier zu. Geht halt sehr langsam zu, aber okay. Weil der Controller jetzt nicht großartig gemaxt ist hier. So. Und dann machen wir hier Use. Fahren runter. Wenn ich hier dann vom Sensor gehe, geht das Türchen hier auf. Ist eine ganz gute Lösung. Also, wenn ihr eine bessere Möglichkeit wisst oder so oder einen besseren Vorschlag habt, immer raus mit in die Kommentare, ne? Ja, oder wer auf Discord ist, der kann mir das natürlich auf dem Discord schreiben. Ja. Gut. Das wäre das. Jetzt sind wir eigentlich hier soweit fertig. Wir brauchen nur noch 2 Kurven und dann ist das ganze Konstrukt hier beendet. So, 2 Kürfchen. Und die geraden Teile, die kann ich ja eigentlich schon mal weglegen. Oder habe ich hier noch was? Nein. So, die geraden Teile kann ich ja schon wieder aufräumen. Die brauchen wir immer wieder mal, wenn wir was konstruieren. Ja gut, am Auto habe ich gesehen, dass wir einen Schaden haben. Da hat er mal wieder einen Roboter, wo ich da einen Raid hatte. Ist natürlich wieder hier ingespawnt am Auto da und hat natürlich wieder drauf rumgedengelt, bis ich es gemerkt habe, hat er halt wieder dieses Röhrchen kaputt geschlagen. Das ist ein bisschen nervig, aber okay. Ja, seht ihr, wenn immer halt nicht optimal hier auf dem Ding ist, auf dem Sensor, dann funktioniert das Ganze halt nicht, ne? Ja, gut. Ist eine Spielerei, aber gut, oder wie gesagt, wir müssten halt sagen, wir machen halt noch einen Schalter hin, dass man das einfach zumachen kann. Wie gesagt, über die Sache, dass man da jetzt hier eine komplizierte Schaltung macht und guckt, dass dazu ist, dass erst dann geschalten werden kann, wenn. Ja, der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, ach komm, das ist doch ganz einfach, das geht so und so, bla bla. Und dann, ja, gut, vielleicht für den einen oder anderen ist es einfach. Für mich ist es doch teilweise ein bisschen schwieriger. Ich kenne mich mit Schaltungen nicht so ganz gut aus, aber ich tue mir halt das sehr schwer, das mir logisch verständlich zu machen, wie das verschalten sein muss. Gut, da wir jetzt nicht mehr Holz haben hier oder nicht mehr viel, müssen wir hier oben natürlich die Baustelle erstmal lassen. Ich bin ja schon froh, dass jetzt hier das Ganze zu ist. Ja, so, ja, ich konnte jetzt nicht wieder auf die Kommentare eingehen. Ihr wisst warum, weil ja, weil das natürlich wieder voraufgenommen ist. So, Waldemar meinte zum Beispiel, dass man ja hierher geht und macht praktisch außen einen gemauerten Kamin hoch. So viereckig. Und das wäre aber auch zu überlegen. Das wäre zu überlegen, aber wir könnten eigentlich das Rohr hier so lassen. Ja, es ist halt, dass es hier nicht zentrisch ist, ne? Das ist leider so. Ansonsten hätte das ja 4 groß sein müssen, das Ganze. 4 Blöcke. Aber so ein Rohr hat man ja gar nicht. Ich glaube, selbst die einen, ich habe das aber, glaube ich, schon geguckt, mehrfach. Selbst die einen Dinger hier, nee, das sind ja keine anderen. Das sind ja die, wo ich meine. Ich weiß gar nicht, die Dinger hier, die haben wir getestet. Die haben mir nicht gefallen. Und wir haben jetzt die hier dran, ne? Aber das sind ja die gleichen Dinger, die können jetzt den zusammen hier. Ja. Gut. Weil sonst müsste ich da noch sozusagen
Stein Aufsatz machen, oder ich könnte einfach sagen, naja, gut, ich mache das Rohr hier weg und dann geht's einfach da, ist da hinten praktisch in der Wand. Da könnte man das theoretisch rausnehmen und dann geht's da in den Kamin über oder so. Ja, da überlege ich mir mal noch was. Weil, wie gesagt, eigentlich gefällt mir das selber so nicht, dass es hier so versetzt ist. Ja. Gut, das hat er jetzt nicht genau so gemeint. Er hat eigentlich nur, dass man außen aufs Dach hoch hier den Kamin zieht und ja. So. In der Küche hat er gemeint. Ja, hier streifen jetzt die Gläser an der Decke, ne? Also die Glastüren, ja. Hat er auch natürlich wieder recht. Ja, ihr habt bei so vielen immer recht, ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, ja, nee, das könnte man eigentlich lassen. Aber es gefällt mir tatsächlich selber nicht so gut. Ja, muss ich ganz offen zugestehen, ist so. Und was ich theoretisch auch machen würde, vielleicht noch, weil wir haben ja hier einen ungleichen Abstand sowieso, dass ich diesen Schrank hier praktisch um den einen Block hier, oder das sind ja dann zwei Blöcke, praktisch vergrößere hier noch. Ja, das machen wir jetzt einmal mal. Wir arbeiten die Schränke um. Sich mal überlegen. Ja gut, das hilft eigentlich nichts. Ich muss die ganze Glasscheibe abnehmen. Ja gut, die verende ich ja sowieso. Da brauche ich noch ein bisschen Glas dann. Bei dem beziehungsweise. Ha, das ist natürlich. Ich kann jetzt einfach sagen, die Schränke werden einfach kleiner. Ne? Dann ändert sich gar nichts. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich ruck die einfach noch ein Stück runter. Dann gibt es aber hier ein Problem. Also sieht dann immer so toll aus hier, aber dass diese meine praktische Zewa-Rolle hier dann immer so optisch gut aussieht. Ich meine, hier bin ich mir eh nicht sicher, da wo jetzt die Ananas steht. Aber es würde gehen, oder? Ja, es würde funktionieren, dass man das noch. Aber nee, komm, nee, das machen wir nicht. Wir machen einfach da oben den Schrank praktisch eins kürzer und ja. Das machen wir so. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ja, ich muss die komplette Scheibe rausnehmen. Das hilft alles beten nichts. Das heißt, wir machen das so. Dann ist sie locker. Und hier genauso. Das heißt, wir machen die komplett hier erstmal weg. Und das kommt ja hier auch weg. Dann wird die einfach ein bisschen kleiner. Ja. So und so. Dann haben wir eigentlich schon wieder Glas übrig. Und jetzt tue ich da einfach mal ein bisschen bescheißen, wenn wir es mal so wollen. Ich nehme jetzt einfach hier das Holz. Tue da aber keinen Beton reinfüllen. Jetzt da unten ist da dann einfach ein Hohlraum. Das wissen wir aber nur zusammen. Dass es so ist. Da haben wir dann ein bisschen geschummelt. Aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Muss ich hier nur aufpassen, dass ich da nicht zu viel abziehe. So, wie ist denn das jetzt hier? Ah ja, an der Rückwand kann man auch sparen. Oder? Moment mal. Was ist denn das hier jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Rückwand ist ja eigentlich die Wand selber, oder? Das jetzt hier 1, 2, 3, 4 Blöcke. Das können wir hier oben, ja. Nee, die Rückwand ist praktisch die Wand selber, ja, doch. Da haben wir jetzt keinen explizit selber nochmal eine Wand gezogen. Sonst wäre der Schrank ja nochmal kleiner. Ja, gut, dann ist es okay so. Jetzt nehmen wir mal die Glasscheibe mit dem Lift weg hier. Einmal hier. Ping. Clear. Kaputt. So, und die nehmen wir auch mit. Das wollte ich das letzte Mal ja schon machen, aber dann. Ich bin ja mit dem Lift nicht fertig geworden. Ja. So, das heißt. Eigentlich nur. Wir ziehen jetzt hier nochmal. Ups. Wir ziehen jetzt hier einfach nochmal die Decke runter hier sozusagen. Gleich die Farbe bestimmen. Das war glaube ich das Braun, oder? Dieses, wie soll man es nennen, Nussbraun oder so. Oder? Nee, das ist zu hell.
Es ist zu hell. So, noch einmal bitte, das hier hatten wir. Ja, genau. Die dunkle Farbe hatten wir. So, jetzt kommt hier oben wieder das Lager hin. 1, 2. Ah ja, jetzt muss ich den... Wobei... Nee, ich muss den Controller nicht neu einstellen, weil... Es reicht im Endeffekt, wenn ein Lager verbunden bleibt, oder? Ich muss es ja nicht nochmal neu einstellen. Sonst müsste ich jetzt einfach da unter der Kachel wieder den Controller vorkramen und ja. Wäre jetzt hier kein großer Aufwand, aber ja. So, jetzt schweißen wir einfach die Glasscheibe wieder an. Wäre theoretisch in der Realität möglich, Glas schweißen. Muss das Glas nur heiß machen. So. Ja. Und oben im Prinzip läuft es ja praktisch dann nur mit auf dem Lager. Also das muss man jetzt nicht unbedingt. Oder ich kann's. Ich kann den ja von... Ja, ich kann von hier aus auf den zugreifen. Ich könnte das jetzt nochmal einstellen, aber es ist eigentlich nicht nötig. Es ist eigentlich überhaupt nicht nötig, das zu belegen hier. Ja, wir lassen es einfach so. Das ist ja nur die Lagerung, dass... theoretisch hätte man es auch so machen können, dass man einfach nur ein Lager praktisch, aber dann... Könnte es dann sein, dass das Ding dann so ein bisschen da rumeiert. Das ist dann je nach Gewicht dann natürlich. So, jetzt kommen wir zu dem hier. Da nehmen wir natürlich auch die Scheibe erstmal raus. Das Lager weg. Machen wir den Lift. Ping. Dann kürzen wir die Scheibe im Glasschneider aber mal so. Ja. Zum pseudomäßigen Glasschneider. So, dann nehmen wir hier das Holz raus. Wie gesagt, ich schimmel da jetzt einfach mal ein bisschen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Holz. Ups, das war falsch. Da muss ich gleich mal oben reparieren gehen dann. So, jetzt zum Thema. Ja, da bestraft einem das natürlich gleich wieder, wenn man schummelt hier. Sozusagen. Da habe ich nicht aufgepasst. So. Hä? Warum? Ach, das Glas. Quatsch. Ich brauche ja Holz. Ich trottel. So, das Holz hier wieder. Das kann sie wieder lackieren. Zum Glück haben wir ja noch von der Farbe. Ha. Wir haben noch einen ganzen Farbtopf davon. So, dann haben wir 44 Blöcke hier nochmal. Ja, okay. Wir hatten noch ein paar übrig, aber ja. So, jetzt ziehen wir da wieder die Verbindung zum Lager. Und schweißen das dann wieder fest. Beziehungsweise... Warte mal, das sind jetzt hier 1, 2, 3... 1, 2, 3. Ich habe ja gesagt, ich mache das 2er breit. Dann kommen hier einfach nochmal ein bisschen Glas ran. So, und hier wird einfach die... das Holz verlagert. Ich baue das jetzt mal blockweise ab hier, damit ich nicht wieder zu viel abreiß. So, ich brauche dich mal kurz als Steighilfe. Dankeschön. Ja, dann ziehen wir das, den Schrank bis drüben hin. Ja, hier würde ich sagen, okay, da wäre die Abstellfläche in Ordnung. Man könnte auch überlegen, dass man den ganzen Schrank nochmal abbaut und noch einen zweiten hier daneben baut. Einen kleineren praktisch. Ah ja, jetzt ist das hier die Farbe da hinten. Ja, okay. Da sieht man, wie wir hier auch schon wieder gemogelt haben, unabsichtlich. Dass es hier keine Farbe hat. Hier. So. Okay, das heißt, hier kommt jetzt wieder Holz. Ah, nee, Glas nicht. Holz! Kommt hier wieder hin. Das wirke ich jetzt mal hier vorsichtig.
Gut, beim Dranbauen, da ist es jetzt nicht so kritisch. Da machen wir wieder Farbe. Ach, ja, gut. Egal. Wir können ja uns ja jederzeit Farbe holen. Das hätte ich jetzt nämlich mehr sparsam machen können hier. So, da unten, das sieht man, glaube ich, nicht. Aber komm. Sehen wir mal Größeres und machen das hier einfach mal so. So, und da müssen wir dann sowieso mehr lackieren, wie wir wollen. Weil das ja nur schichtweise hier matt gemacht wird. So. Man kann keinen ganzen Würfel anlackieren. So, Ja, es ist spezial. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt keine zwei Kleintürchen oder so. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie es aussieht, aber ich denke, man kann das lassen. Knarz. Und Knarz. So, gucke ich mal. Ach gut, der ist nicht Hochgerüstet weiter. Braucht man auch nicht. Der geht halt langsam auf, aber okay. Die gehen schneller auf. Ja, weil es halt auf 4 aufgegradet ist. Auf 4 Lager. Also wie gesagt, ich könnte jetzt hergehen. Wir hätten hier noch 3 Blöcke und da haben wir noch 1, 2. Ah, nee, Moment, stopp, stopp, stopp. Das würde gar nicht gehen, weil ja da der Roboter ist. Ja, genau. Ich kann da keinen Block mehr hinbauen. Ne, vergesst, was ich gesagt habe. Da oben ist eine Abstellfläche. Das bleibt jetzt nur dabei. Das ist hier direkt an der Dings hier. Okay. Und ich denke mal, dass es so gut aussieht. Also, ja. Ich kann ja mal schreiben dann wieder. Das meiste, wer schreibt, ist natürlich der Waldemar. Bin natürlich auch immer sehr zufrieden. Er schreibt recht viel. Und auch immer gute Anregungen, Tipps und so weiter. Ja, sage ich auf jeden Fall immer mal wieder Dankeschön, ne? Muss man von Zeit zu Zeit ja mal sagen. Jo, gut, jetzt reparieren wir mal den Fauxpas noch, den wir da gemacht haben. Gehen wir mal nach oben. Ah ja, da haben wir ein bisschen was. Naja, das ist jetzt nicht schlimm. Da haben wir ein bisschen was vom Boden mitgenommen. Ja, das ist schon wieder vergessen hier. So, die Farbe war ja hier, glaube ich, das hier. So, okay. Hell gebeiztes Holz, ja. Weil das ist ja das normale Holz, ist etwas dunkler. So, 32 Blöcke. Naja, gut, ich glaube, wir haben jetzt auch nicht mehr Blöcke wie vorher. So, ja. Okay. Ja, was machen wir jetzt noch? Also jetzt lohnt sich eigentlich gar nicht mehr so groß, noch was Neues anzufangen. Wir können uns mal noch tatsächlich das mit dem Kamin angucken. Wir haben sogar 6 Steine. 6 Glasblöcke mehr. Haben wir sogar noch was gespart, ja. Am Holz haben wir nicht wirklich was gespart. So, was wir auch noch haben, die Antenne wollte ich anbringen. Ich weiß bloß nicht, wo ich die hinstellen soll. Die Funk- und Fernantenne. So, da gehen wir mal aufs Dächle rauf. Ach ja, wenn da der Kamin hinkommt, dann kommt die Antenne einfach dahin. So. Die kann man noch drehen natürlich, wie man sie braucht. Ich glaube, so sieht es am besten aus. Die stelle mal einfach mal hier hin. So. Ja. Ja, da haben wir auch eine Antenne. So. Einen Wetterhahn baue ich jetzt nicht. Gibt eh keinen Wind, dass der sich drehen würde. Wenn, dann müsste ich ihn dann drehen lassen. Ist aber dann Schwachsinn. So. Gut. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie im Kamin. Ja, es ist eh. Das, wenn ich den jetzt so hoch baue, dann wäre hier so eine Öffnung. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen doof, was ich jetzt mir auffällt. Gerade das stellen wir mal aus hier. Das braucht jetzt hier nicht die ganze Zeit zu tun, als muss es fördern. So, da ist auch wieder was. Ja, das können wir ernten. Ich lasse es mal kurz ernten hier. Schalten wir hier ab. Dass hier nicht gewässert wird, weil es gibt immer wieder Probleme. Das ist da.
dass man da dann doppelte Erde hat und das soll ja nicht. Gut, das wäre tatsächlich. Ja, genau, das wäre so. Aber es gäbe ein Problem. Weil dann könnte ich eigentlich das Fenster hier wieder rausreißen, weil sonst wäre das ja eigentlich für nichts nütze. Ne? Das habe ich natürlich nicht berücksichtigt. Dann hier. Weil ich wollte ja das einfach als Rohr hochziehen. Wenn das dann im Fenster sichtbar ist, das Rohr, dann wäre es ja wurscht im Prinzip. Ja, aber wie wäre denn das jetzt? Ich müsste jetzt genau ausloten erstmal. Der Kamin sitzt, glaube ich, ein Block weiter da drüben. Das heißt, es müsste ein vierer Kamin werden. Eigentlich so wie das Fenster. In der Größenordnung. Ja, aber so können wir uns natürlich nicht viel vorstellen. Das heißt, wir holen uns mal Steine ran. Warte mal, aber habe ich die alle aufgebraten? Ich glaube, die habe ich alle aufgebraucht. Toll. Ach da. Das kann es nicht sein. Habe ich. Ah nee, da sind sie noch. Okay. Ich hab's ja. Ich bin ein Trottel. Die liegen die ganze Zeit hier im Rucksack drin. Und ich sehe es nicht. Bin so trottelig. So, im Prinzip. Ich guck mal kurz nach, ob das auch wirklich stimmt. Warte mal, das kann ich ja mal hier tun. Ja. Da ist das Feuer. Aber jetzt will ich mal Folgendes probieren. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Ich brauche mal kurz den Lift. So, dass man das, den Abgang in den Kamin eigentlich nicht sieht, mache ich das jetzt mal so. Ups, falsch. So, jetzt, wie sieht das, wie habe ich das gemacht? Das ist die Frage. Warte, ich stelle den Lift mal noch ein bisschen weiter an die Wand. Dann kann ich da besser ran. So, ja, da ist dann das. Da habe ich oben eh Loch gelassen, wenn wir es mal so wollen. Wenn wir das hier so machen. Und das dann praktisch so als 4 Quadrat praktisch hier rauslaufen lassen. So, da schließt es nicht ab. Das ist dann der Raum praktisch hier, wo dann praktisch hier. Da innen könnten wir es jetzt noch ausfüllen, natürlich. Machen wir auch mal. So. Dass wir da praktisch so den Rauchgang haben, sozusagen. Und vorbei. Ja, machen wir das so groß. Gut, dann machen wir das halt wieder weg hier. Ja, aber ich bin ja immer offen für Vorschläge und ich will ja noch jeden ab. Natürlich, ihr wisst ja oder ihr sagt es ja auch immer selber, es muss nicht, was du da. Also, was ihr sagt, also muss ich ja nicht unbedingt jetzt hier als Befehl nehmen oder so, ne? Ich mache ja mein eigenes Ding, aber ich finde es eigentlich eine gute Idee, deswegen ja. Danke auf jeden Fall nochmal für den Vorschlag. Wir werden das so machen, der ist hier unten praktisch dann praktisch am Boden fest. So, ich möchte da nicht zu weit in den Boden reingraben, weil das könnte ja wieder zu Problemen führen. So, das bedeutet, der Kamin kommt jetzt hier eine Basisfläche, dann wird er 4. Ich habe schon mal sowas gebaut, ja, in Minecraft, ja, das Let's Play kennt, aber ich glaube, die wenigsten, wo neu jetzt hier sind, haben sich wirklich alte Let's Plays von mir angeguckt. Wer macht denn sowas auch? Das macht doch keiner. Das war und das guckt sich kein Mensch mehr an. Nee, oder vielleicht beurteile ich das natürlich auch falsch, ne? So. Das machen wir so. Im Prinzip wäre dann hier ein Revolutionslügle für den Kaminfeger. Das bauen wir jetzt mal nicht ein. Der muss ja praktisch den Kamin auch kehren und meistens machen sie unten eins hin.
Dann schieben sie den Besen nach oben. Zumindest ist es so bei uns hier. Der ist ja viel zu faul. Damals wollte er noch ein zweites Revisionstürle weiter oben haben, weil es angeblich Vorschrift ist. Ja, und was macht er? Tatsächlich, er schiebt bloß seinen blöden Besen von unten nach oben und das war's. Und das zweite Türle, das war einfach nur Geldrausschmeißerei. Da geht er eigentlich nie hin. Das war, ist eh blöd. Da müsste man sich eh so ein bisschen aus dem Fenster rauslehnen. Im ersten Stock sozusagen dann. Und ja, gut, also das Fenster können wir uns jetzt schenken. Das können wir einlagern, falls mal eins kaputt geht. Und dann machen wir hier unseren Kamin weiter. So, ich denke mal, das soll ungefähr so sein. Und wenn nicht, natürlich wieder schreiben. Und ja, bitte nicht schreiben, dass ich das nicht hätte machen brauchen jetzt, ja. Jetzt habe ich es gemacht und ich finde es eine gute Idee, wie gesagt. Oh. Der Lift ist zu kurz. Nein. Warte mal, geht das? Ja, das geht nicht, ne? Doch, es würde gehen. Ne, geht nicht. Okay, hätte ich gedacht, dass ich den hier an der Seite irgendwie anbauen kann, den Lift. Ja gut, dann tun wir es halt mal künstlich hochbauen. Das ist ja auch alter Minecraft-Trick sozusagen. So blockweise nach oben bauen. Jetzt dürfen wir uns bloß nicht bewegen. Sonst machen wir einen Abgang. So, die Höhe genau, da geht es dann hier durch. Ha, ich sehe die Sonne. So. Da auf jeden Fall können wir schon mal höher machen. Dass wir das auch sehen, dass da der Kamin rauskommt. So. Das waren meine Steine, aber ich habe noch mehr. Mehr ist im Lager. Also wie heißt es als bei den Angeboten vom Supermarkt? Angebot und dann, nur solange der Vorrat reicht oder so. Oder mehr ist in Bestellung dann. So, also wir können das so machen. Wir können es da unten aber auch noch so ein bisschen breiter bauen. Das wäre natürlich möglich, aber ich mache jetzt erstmal wirklich die einfachste Ausführung, die es gibt. So, was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Aber ich möchte auch nicht wieder so überziehen, denn so 40 Minuten, 45 Minuten gucken sich die wenigsten Leute tatsächlich an. Und das sehe ich ja wirklich statistisch bei YouTube hier in meinen Analytics, wie das ist. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hoch machen wir den Schlot hier? Ich denke, dass das eine ganz gute Höhe ist, ohne jetzt mal zu zählen, was es ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hasse die Zahl. Nee. Könntest noch einen höher machen? Nee, nee. Oder kürzer. Ich mach's einen kürzer. So. Weil das da dann doch schon ein bisschen arg weit rausreicht. So, da hat er jetzt wieder Probleme. Das. Na, genau, da muss ich jetzt mal von da ran, damit er da weiß, wie ich ziehe hier. So, dann auch hier. Und da. So, der Kamin ist natürlich jetzt oben offen, ne? Ja, was passiert, wenn ein Kamin oben offen hat, ist, dann regnet es rein, ne? Das ist natürlich schlecht. Würde ich jetzt mal sagen. Wobei es ist nicht unbedingt, das Wasser kann man unten ablassen dann, aber ja. Wir machen da oben eine Dächle drauf. Ganz einfach. Das machen wir ganz einfach und banal. Müssen wir kurz hier runter wieder. Jetzt haben wir wahrscheinlich nur dann genug, ja. Ja, genau. Eins natürlich wieder nicht. Das ist typisch. So habe ich das. So ähnlich habe ich das in, wie heißt es, in Minecraft auch gebaut. Mein Kamin damals. Mit Zaunpfosten und dann oben praktisch ein Deckel drauf und damit praktisch da nichts reinregnet. So. Mal den Lift schon runterkommen lassen.
Bing. Ja, da geht genau in die Kante. Ja, wir können keine Dachrinnen ranbauen. Das gibt es leider nicht, so halbe Rohre. Das wäre lustig. War nicht runterfallen. So, jetzt brauche ich hier wieder Lift. Weil ich da nicht hantieren kann richtig. So, das können wir uns überlegen, ob wir das jetzt aus Metall machen, die Verwahrung, oder einfach oben ganz banal auch Steine drüber bauen. Ich wäre dafür, dass man es tatsächlich auch mit Steinen macht. Ich mache jetzt da kein, oder? Mache ich ein Metallding draus? Na komm, wir machen das aus Metall. Und ja. So. Oder müssen wir das noch ein bisschen größer machen? Vielleicht doch ein bisschen größer, oder? Weil sonst kann es ja seitlich arg rein. So, da wird es jetzt kritisch. Ja, genau deswegen. So, aber da reicht mir der Lift nicht, aber naja, gut, wir kriegen es vielleicht schon irgendwie hin. Der ist schon wieder durstig, der junge Mensch, ey. Dass man nicht den Saft auspressen kann aus den Orangen oder so. So, jetzt machen wir das so. Das ist die Kaminverwahrung. Da oben, da kann es nicht reinregnen. Und wenn uns das nicht gefällt, dann machen wir es einfach wieder weg. Den Rest. Dann machen wir den Dinger nicht so groß. So. Bevor er uns wieder kollabiert. Wieder was mampfen hier. Yo. So, haben wir noch was auf Lager eigentlich? Kann. Ne, craften kann ich gerade. Ich habe keine Möhrchen im Moment in der Tasche. Der hat auch nichts mehr. Aber im Kühlschrank hätten wir noch was, ne? Können wir mal wieder aufstocken hier. Ein bisschen. Ja, dann sage ich eigentlich am heutigen Tage auch schon wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Jetzt haben wir tatsächlich den Kamin auch fertig bekommen. Und ich meine, das sieht toll aus. Mal ganz kurz nochmal was nachchecken, aber das müsste eigentlich okay sein. Da sieht man dann den Abgang. Das ist in Ordnung so, tatsächlich. Das ist gut so. Finde ich geil, ometisch. Ich habe mir noch überlegt, ob man da dann oben hier so eine Art Gitter reinbaut oder was, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Das ist nicht vorgesehen. Ja, auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, jetzt versuche ich es ein zweites Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es beim nächsten Mal wieder. Macht doch ein Like, gebt mir ein Abonnement und ja, schreibt einen Kommentar, wenn euch irgendwas bedrückt oder ihr mir Tipps, Anregungen und so weiter geben wollt. Ja, und wie gesagt, Discord-Server steht auch zur Verfügung. Da ist ganz, ganz wenig los. Und ja, da kann ja der ein oder andere mal vorbeischauen. Ist kein Muss natürlich, ich sag's nur immer. Link steht natürlich in der Beschreibung bzw. auf der Kanalhauptseite. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.